Hallihallo, willkommen beim Eistee, beim Eistee Gaming. Und wir schauen mal, was wir noch offen haben. Ich wollte ja eigentlich diese Inseln hier, das hier haben wir erobert. Mit dem ganz traurigen. Oh, was Neues. Wieso haben wir die noch nicht gemacht? Hier haben wir noch eine Tour offen. Haben die erst jetzt freigeschaltet? Das habe ich nicht mitgekriegt, als wir die freigeschaltet haben. Die machen wir natürlich sofort. Jetzt habe ich vergessen zu schauen, wie viele Punkte wir brauchen. Beziehungsweise anhand dem kann man ja auch lesen, wie schwierig die Strecke ist oder eben nicht. Aber es sieht einfach aus. Zumindest auf den ersten Blick. Einfach alles geradeaus fliegen. Mal schauen. Wir haben schon mal einen richtig versaut. Zweimal. Und das wären zwei einfache Ringe gewesen. Zwei sehr einfache. Ja, ich weiß nicht, wenn wir. Vielleicht, wenn wir die hier jetzt alle sehr gut machen. Aber wir haben jetzt halt echt zwei haben wir verschenkt, ne? Das muss man sagen. Die waren echt einfach. Ja. Dann gibt es einen Neustart. Jetzt habe ich wieder vergessen zu schauen, wie viele Punkte man braucht. Whatever. Wir müssen sowieso ins Ziel kommen. Aber dass wir die ersten zwei vorher so verschenkt haben, das war krass. So, jetzt aber. Wieder großartig. Und jetzt haben wir dafür den verschenkt. Der war gut. Der war auch gut. Der war auch gut. Okay. Wo sind wir letztes Mal gefehlt? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube. Irgendwo, wo es runter geht, ne? Da vorne, hier. Ich würde sagen, ich scheiße auf den. Ah! Der hier ist es! Der Sack! Und da vorne ist auch gleich das Ziel. Ja, es ist auf jeden Fall machbar. Also, ich ziehe das nochmal durch jetzt. Ich denke, wenn wir einen guten Anfang haben, dann können wir da am Schluss auch diesen einen oder zwei Ring, können wir halt auch auslassen. Dafür müssen wir jetzt aber halt am Anfang ein bisschen gescheiter spielen. Jawohl. 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 Genau so stelle ich mir das vor. Auch schön, ein schön ruhiger Flug, nicht so wackelig wie vorher. Der gefällt mir sehr gut jetzt, die Runde. Dürfen wir nur nicht irgendwo fehlen. Und hier geht's los. Ich ignoriere. Wow. Es war fast ein Crash. Ich denke, das reicht. Mit dem Zielbonus reicht das auf jeden Fall für den Fünfer. Via Campania-Tour. Jawohl. Noch fünf weitere für den Schleudersud. So, wo gehen wir nun hin? Wir haben ja hier alles. Alles. Jawohl. Hier muss noch irgendwo etwas sein. Ist nur die Frage, wo. Und was ist das? Aha, das. Okay, das gehört zu dem da unten. Aber hier. Also ich denke, da ist nichts mehr, ne? Weil da ist auch kein Gebäude, keine Straße, nichts. Hier auch nicht. Vielleicht hier irgendwo so ein Vorort, wer weiß. Hier unten denke ich eher nicht. Vielleicht auch hier. Oder auf der Insel draußen. Ich habe echt keine Ahnung. Wir müssen uns das anschauen und am einfachsten. Ich denke, wir holen uns einen Flieger, oder? Wir holen uns so einen Jet und dann fliegen wir die Gegend ein bisschen ab.
Genau, ich brauche hier wieder Munition. Ich brauche ein Flugzeug. Ich brauche sonst nichts. Wir müssen nachher einfach schauen, dass wir irgendwie in eine Richtung starten, die... Okay, komm mal her hier. Unsere Munition haben wir wieder. So. Ich könnte auch einfach hier starten, oder? Ja, ja. Ja, ja, easy, easy. So. Okay, suchen wir mal, was uns noch fehlt. Im Visier der Obrigkeit. Ja. Und los geht's. Definitiv hier. Feinkontakt. Alle Einheiten zu diesen Koordinaten. Das heißt, wir holen jetzt mal ein bisschen aus. Wo war denn das jetzt? Hier Zentrale. Hier. Anfrage erhalten. Verstärkung ist unterwegs. Ja, ich denke, ich muss ein bisschen weiter ausholen für die... Jetzt machen wir hier... Wow. Da hat uns tatsächlich noch was getroffen. Zurück auf eure Posten. So. Der nächste, bitte. What the fuck? Okay. Wir haben 7 von 9 befreit. Und ja, der Flieger ist im Eimer. Den hat es in die Einzelteile zerlegt. Gut. Wir haben hier alles. Dann wären nur noch die zwei. Und das sind wieder zwei mit den Inseldingen. Ich weiß nicht, bei welchem wir anfangen sollen. Das sind wieder so ganz viele kleine Städtchen. Ich meine, das da drüben, das wird wieder irgendeine Base sein. Die machen wir dann mit einem Flieger oder einem Heli. Dann fangen wir an mit dem, mit den Städtchen, würde ich sagen. So. Ich sehe hier gerade noch was. Da unten ist ein kleiner Stützpunkt, ja. Sieht nach einem Betriebsunfall aus. Da fehlt uns noch die Radarschüssel. So. Okay, 1 von 6 haben wir. Oh, schaut mal da unten. Ich sehe hier wieder ein... so ein Haken-Sammel-Event. Wir müssen weiter runter, definitiv. So. Ist ein bisschen schade, hier mit dem Mega-Ding hier rumzuschießen. So, was fehlt noch? Ein... Hier ist noch ein Lautsprecher. Adios, Arschloch. Ja, das war eine ziemlich einfache Polizeistation. Und damit haben wir auch ziemlich alles, oder? Hier gibt es noch Waffen. Ja, ist nur noch die Flagge. Wir haben das ganze Dörfchen vom Fallschirm aus befreit. Was ist das? Aber es ist mir auch recht. Ein schön schnelles Dörfchen. Wenn wir hier vorwärts kommen, ist natürlich wunderbar. Eine Stadt nach der anderen. Wir sind nicht die Bösen. Was soll denn das? Hören Sie auf. Irgendwo gibt es Signale. Ich denke, die holen wir mal. So. Okay. Ich weiß nicht, haben wir hier alles? Das haben wir. Wenn
wenn Sie mit Ihrem Besuch von Costa del Porto bis zum Abzug der DDR warten wollten. Okay. Gut. Ich habe irgendwo vorher dieses... Ich glaube, das war da unten. Da müssen wir aber nach da hinten. Haben Sie Glück. Rico Rodriguez hat die Truppen des Generals aus der Stadt gejagt. Weiter so, Rebellen! Da vorne habe ich was gesehen. Ihr seht es jetzt auch. Den kleinen Poster. Und ich hoffe, dass wir durch diesen hier das Event da unten freischalten. Saubere Sache. Ein Schuss und das Ding ist frei. So. Aber das hat noch nichts gebracht. Dann gehen wir halt ins nächste. Schnellreise? Ja, komm, Schnellreise. Das einzige Problem ist, irgendwann werden uns diese Leuchtfackeln da ausgehen. So, das nächste Dörfchen. Wir haben keine Muni mehr. Das ist schade. Ja gut, dann gehen wir wieder mal ein bisschen Minen setzen, würde ich sagen. So, schön im Dunkeln, in der Nacht. Perfekt. Das sehen die uns nicht. Hoffe ich mal. Vielleicht schlafen die ja auch. Weiß gar nicht. Da hinten ist Plakat. Ja. Hier sind neue Leuchtfackeln, die nehmen wir auch noch mit. Ist da oben schon eine Mine dran? Ja. Bringen wir es hinter uns. Feindaktivität. Alle Einheiten hierher. Rebellen rufen. Luftunterstützung ist unterwegs. Es müsste aber noch irgendwo. Es müsste noch mehr Rebellen da sein. Hier. Hey. Unterwegs. Gibt's ja eigentlich keine Waffen? Ja. Super, ich wollte einen Hubschrauber klauen. Wir schießen den ab. Verstärkung ist unterwegs. Aber hier gibt's keine Waffen. Ja, dann wüten wir hier einfach weiter. Hier ist noch eine Karre, die wir nicht haben. Eine Mega-Schrottkarre. Wir nehmen unser. So, jetzt fehlt uns noch ein Lautsprecher. Wo ist denn der? Der müsste irgendwo hier sein, in der Nähe. Aha. Alle Einheiten in Alarmbereitschaft. Sichtkontakt wiederherstellen. So. Problem gelöst. Bitte weitere Unterstützung. Jetzt müssen wir diese Schrottmühle noch in die Garage packen. Die da rumstand. Aber hey, immerhin haben wir eine Schrottmühle mehr in der Garage. Nur die Frage, wo die Garage ist. Falls Sie jemanden kennen, der sich uns anschließen. Warte mal, Wegpunkt auf Garage. Schicken Sie ihn. Was zur? So. Es wird Zeit, dass Costa di Ravello einen neuen Namen bekommt. Und meine Brüder und okay. Schwestern, wir können diesen Wagen Nennen ab jetzt Sie überall Costa di Pace oder Costa di Revolution. Hey! Oder Costa Rico. Ich lasse mir was einfallen, aber so oder so. Lang lebe die Revolution. Genau. So, die Mühle, die klauen wir auch. Was ist das eigentlich für ein Wagen? Den kenne ich gar nicht. Noch eins. Okay, das ist der. Okay, wir können diesen Wagen. Das ist der und nun gehen wir.
Was ist eigentlich hier? Ich denke, hier ist irgendeine riesen Base, kann das sein? Ab jetzt überall hinliefern. Wir schauen uns das mal an. Da ist definitiv etwas Großes. Oh, das ist eine riesen Base. Wo fängt denn die an? Da unten sind noch Waffen, glaube ich. Auf was schießen die Idioten? Was ist da draußen los? Meldet euch gefälligst! Nee, hier ist nichts. Ich hab gedacht, dass hier Waffen wären, aber das sind keine Waffen. Da muss man schauen. Ich hätte schon gerne noch die Munition aufgeladen. Weil das hier sieht gewaltig aus. Ja, das ist ziemlich gewaltig hier. Ich denke, wir fangen am besten an, indem wir einfach die... Gehen wir. Ich mache einfach hier schön Seite für Seite durch. Dann schauen wir uns, was uns in die Quere kommt. Genau, der ist jetzt mal weggeflogen. Ich gehe mal die Luftabwehrstellungen hacken. Weil ich denke, wenn wir keine Gegner aus der Luft haben, dann können wir nachher selbst wieder mal mit dem Helikopter rumfliegen. Kein Problem. Ja, wir haben keine Granaten mehr. Wir haben keine Raketenwerfer-Muni mehr, wir haben irgendwie gar nichts mehr. Okay, darüber. Ich weiß nicht, ob es irgendwo ein Schiff ist. Was die zum Teil aushalten, ne? 20 Mal in den Kopf geschossen und der steht immer noch. Ja. Weiß nicht, hat es noch mehr Luftabwehrstellungen hier? Ich gehe mal da hoch, habe ich ein bisschen bessere Aussicht. Hier, der hat eine Granate, das ist gut. Oh! Ein guter Schuss. So, was ist da hinten? Benzintanks. Wir haben immer noch keine Muni. Seht ihr per Zufall noch irgendwo Luftabwehrstellungen? Ich bin so ein bisschen am Suchen, weil sonst würde ich mir nämlich ein Heli bestellen. Und hier mit dem Heli ein bisschen wüten. Aber solange hier natürlich... Hier ist eine. Komm, hack, hack. Jetzt ist mir der Busch im Weg zum Hacken, oder wie? Kann ich das ganze Ding hier etwas weiter? Genau, wunderbar. So, stopp, was ist hier? Trafostation, da hinten ist, ich glaube, nur der Tank, oder? Oder ist da noch eine Luftabwehr? Da könnte auch noch eine Luftabwehr sein. Da drüben ist nichts. Das
Satellitenschüssel und so, aber... Ich glaube, da drüben ist eine Luftabwehr. Nee, das war nur der... Das war nur der Tank. Doppelradarsystem hier. Jetzt sehe ich zwei Sachen. Einmal die Waffen. Und einmal eine Flugabwehr. Und wir haben jetzt so viele Flugabwehrstellungen abgerissen. Ich denke, es ist Zeit für einen Hubschrauber, oder? Nicht speziell. Hier Helikopter, den geilen. Und hier noch neue Munition zur Sicherheit. Wo ist sie denn? Ah, okay, wir haben gerade keine... Wir haben gerade keine Muni anfordern. Ein Reh? Oder? Was ist das? Haha! Der sieht schon böse aus. Der sieht richtig böse aus hier. Dieses Cockpit. Der sieht böse aus. Geil. So, jetzt gehen wir mal wüten mit der Kiste hier. Verstanden. Wir schicken unidentifizierte Einheiten zu eurer Mission. Okay, da drüben ist der Luftabwehr. Zum Glück haben wir halt unser geiles Schild. Ziel bestätigt. Schicke Marineeinheiten. Ich versenke dein Schlachtschiff. Und was genau. Ist jetzt mit dem Benzin hier, Penner? Schick du ruhig dein Schlachtschiff. Haben wir hier schon alles? Irgendwas schießt er auf uns noch, aber... Wir schicken einen Helikopter ins Zielgebiet. Wir hüten mal so weiter. Die Bodentruppen sind schon unterwegs zu euch. Ich denke, wir werden so oder so den Hubschrauber irgendwann noch verlieren. Solange wir hier wüten können, wüten wir auch. Die Zentrale. Wir schicken Bodentruppen zu eurer Position. Nee, oder? Komm, viel Gas. Zusätzliche Truppen sind unterwegs. Ich konnte unseren Hubschrauber noch retten. Ich weiß nicht, warum der jetzt... Verstärkung zu eurer Position. Warum der jetzt fast abgestürzt ist. Achtung! Helikopterunterstützung nähert sich eurer Position. Rico, Marineunterstützung unterwegs. Verschaffe ihnen etwas Platz zum Atmen. Machen wir, meine Liebe. Hier ist noch eine Luftabwehr. Lebt es noch? Nee. Rico, der Kommandant der Basis ist in dem Helikopter. Hol ihn runter und erledige ihn. Ja, du kannst gerne kommen, mein Heli hat ein Schild. Captain, abtreten, Captain. Ja, jetzt ist nur noch irgendwas Kleines. Was ist da hinten? Da leuchtet halt was rot. Jawohl! Ich bin eine Ein-Mann-Armee. Unser Heli ist halt incredible! Hafenalarm, Bootswahnsinn und irgendwas. So. Karte. Ich würde sagen, wir starten mit dem hier, Wegpunkt 6. Bitte kommen! Verdammt! Ja, wirklich. Lange macht's die Mühle nicht mehr.
Oh oh. Der geht gleich in die Luft. Aber Zerstörungswut mit dem Schiff. Haben wir Rebellenkorvette? Das Boot sieht ein bisschen klein aus. Ich nehme mal das hier. Es gibt halt ein Boot, ne, mit der riesen Gun dran. Und ich glaube, das ist die. Wir hatten das schon mal irgendwo bei einer anderen Herausforderung. Porto Vena wurde an einen noch unbekannten Ort verlegt. Das meine ich auch. Also seid nicht überrascht, wenn ihr es am bisherigen Platz nicht mehr findet. Und da geht sie dahin, die nächste Basis. Bumm, da stand sie. Jetzt ist sie weg. Genau wie der General im Handbuch für selbstsichere und entschlossene Regierungsführung gesagt hat. Ah, Viva Medici! Ja, mit dem Boot ist halt ein bisschen doof ist es ja schon, weil du triffst halt das Zeug da hinten nicht. Da oben ist eigentlich eine Satellitenschüssel. Was ist da hinten noch? Da ist noch was. Ja, jetzt ist der Multiplikator weg. Das habe ich zu spät gesehen hier. Da können wir schon ganz gut wüten. Jetzt ist hier natürlich alles im Weg, ne? Die Kanone, die schießt da ins Leere raus. Ja. War jetzt keine Glanzleistung, glaube ich. Was? Okay, 23-1. Wie viel ist das? 5er? 33, ja. Ja, mache ich jetzt auch vorerst nicht nochmal. Weil... Ich denke, diese Zerstörungsdinge, die werde ich dann erst am Schluss irgendwann machen. Lange Zündschnur. Das ist ja eigentlich doof, oder? Egal, wir lassen es aktiviert. Wir haben noch was, den Hafen. Hafenalarm. Das ist wieder so ein geiles mit dem Haken. Das freut mich wieder. Das mache ich gerne. Und deshalb machen wir das jetzt auch in dieser Folge noch, weil ich das so gerne mag. Nur 20.000 brauchen wir. Also entweder gibt es hier nicht so viele Bavariumsteinchen oder... It's Showtime. Weiß ich nicht. So, ein bisschen anziehen. Wunderbar. Das war jetzt irgendwie total für den Arsch. Okay. Hier sind die guten Steinchen. Wollen wir die schon mal abladen? Ich glaube schon, oder? Wir laden die hier schon mal ab. Jetzt habe ich mich verdrückt. Schau mal, eine Halle. Eine Halle mit ganz vielen Steinchen. Das ist doch schön. In dem Moment haben wir auch noch keine Gegner am Start. Jetzt müssen wir ganz vorsichtig eine Kurve. Hier in dem Anhänger sind auch noch Steinchen drin. Hey, wir haben mega viel Bavarium jetzt am Start. Wir sind einfach nur noch eine Kugel. So.
Kacke, aber richtig Points. Hier ist die nächste. Nächste Halle. Und jetzt sind auch irgendwelche Gegner gekommen. Wenn wir jetzt hier schön vorsichtig wenden, vielleicht noch den Tank hier mitnehmen. Ja. Das nehmen wir auch noch mit. Wo war die Grube? Ich weiß gerade nicht, wo die Grube ist, in welche Richtung. Ach da, links. Wow, wenn der jetzt uns weggerammt hätte, ne? Hätten wir so fett Minuspunkte gekriegt. Ich glaube, wir haben da jetzt noch die guten Steinchen drunter geholt durch das Gerüst abreißen. Aber jetzt hängen wir fest. Wir kamen noch raus, aber der war jetzt nicht so besonders. Ich lasse es einfach mal da reinfallen. In den Anhängen ist nichts mehr, oder? Oder ist hier noch was drin? Ist unsere Kugel weg? Ja, unsere Kugel ist weg. Jetzt wird es natürlich deutlich schwieriger, weil wir so eine riesenlange Leine haben. Wir geben das noch schnell ab. Hat es noch gezählt? Pam, 30.000. Dreimal Verbindungen. Und Verbindungsstärke. Nächste Freischaltung. Weiß ich nicht. Wir haben das locker gepackt. Neue Mod. Ja, die Stärke, das ist super. Was sagt das da oben? Nächste ist Verbindungsstärke 2. Und das da. Aha, das ist einfach das nächste, okay. 5 weitere Zahnräder. Ja, wie auch immer, wir ziehen nachher mal weiter. Ich denke, wir haben hier so ziemlich alles. Das nächste wird dann hier drüben sein. Diese Base da. Und. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge dann. Bis dann, euer Eistee. Ciao, ciao.